Deshalb stehen wir heute auf der Straße mit der Forderung, dass der Galeria-Kaufhof in Worms erhalten bleiben soll. Meine Damen und Herren, wir lassen Unterschriftenlisten rundgehen, mit denen Sie uns solidarisch unterstützen können in dieser Forderung. Ja, bis Ende Juli läuft die Frist aus, wo es jetzt noch Vermieter, Ehren und Klein und eben auch Kaufhof Karstadt, dort die Insolvenzverwaltung, der Generalbevollmächtigte der Insolvenz in Eigenverantwortung, noch einigen können, dass die Filiale hier in Worms erhalten bleibt. Ich bin mit beiden in Kontakt und Gesprächen versuchen zusammenzuführen. Allerdings letztendlich bleibt es deren Entscheidung, in welche Richtung es gehen soll. Es geht hier um die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Kaufhof, es geht hier aber auch um die Einkaufsstadt Worms, die an Attraktivität verliert ohne Kaufhof. Deswegen ist der Kaufhof so wichtig. Geprüft werden muss auch, inwieweit eine Mitnutzung der Schulungsräume, die nicht mehr gebraucht werden, die seit Jahren leer stehen, durch Verwaltung, durch Büroräume entsprechend ersetzt werden können, wo also Mietnahmen generiert werden können, die aber den Kaufhof selbst nicht mehr belasten. Also es sind viele Möglichkeiten, die noch zu prüfen sind. Und ich hoffe, es bleibt am Ende dabei, dass der Kaufhof hier in Worms erhalten bleibt. Wir stehen heute hier als eine große Solidargemeinschaft, als eine Kaufhof-Familie. Und ich habe eben bei der Kundgebung klipp und klar gesagt, den Beitrag, den ich auch im Bund mit einbringen kann, um für diesen Standort aktiv zu kämpfen und zu werben, das werde ich tun. Dieses Versprechen gebe ich heute am Tag für die Kaufhof-Familie insgesamt. Wir geben den Standort Kaufhof Worms hier noch nicht auf. Das sind wir den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern schuldig, das sind wir der Einkaufsstadt Worms schuldig. Und wir werden kämpfen, 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 damit dieser Standort erhalten bleibt. Vielen Dank an alle, die hier waren. Vielen Dank an alle, die uns unterstützt haben jetzt bei dieser Kundgebung. Wir sind überwältigt als Mitarbeiter der Kaufhof-Filiale in Worms. Wir sind überwältigt, wir sind gerührt. Wie ich es auch vorhin gesagt habe, ich habe Kunden gesehen mit selbst gezeichneten, gemalten Plakaten. Das erzeugt Gänsehaut bei uns. Wir haben mit so viel Resonanz nicht gerechnet. Sei es die lokale Politik, sei es die Medien. Es ist für uns überwältigend. Und wir werden weiter kämpfen für diesen Ort, für diesen Standort. Wir werden weitermachen. Ich bitte alle darum, den gebotenen Abstand einzuhalten. Ja, das ist ganz wichtig. Mund-Nasen- Bedeckung und Abstand nehmen sich auch nicht wechselseitig auf. Ja, ich bitte darum, beides zu beachten.